Weil sie meint, dass ihre normale Hupe nicht laut genug ist. Und was ist das denn jetzt? Pass auf, in den Kurven mal so rausfliegen. Mein Gott, nein! Hallo und herzlich willkommen, hier ist Perface und die Zahnfee ist auch wieder dabei. Jetzt hast du mir mein dein Part geklaut? Genau, mein Part geklaut. Ja, ich hatte gedacht, ich sag, die Zahnfee ist dabei und du sagst dann... Hallo. Okay, hier ist die Zahnfee. Hallo, hier ist die Zahnfee. Ja, siehst du. Geht doch. Ja, wir spielen Mario Kart 8 Deluxe, wie man natürlich sieht. Und wir befinden uns 150 Kubik Motorklasse. Wir haben das letzte Mal den Bananen Cup bestritten. Heute sind wir dann dran mit dem Blood Cup. Ich nehme Lemmy. Ja. Ich nehme wieder meinen super rosa Yoshi. Ich hatte letztes Mal den schwarzen Shy Guy mit diesen lustigen Mercedes-Kart. Hat nicht so gut geklappt. Ich weiß nicht, ob das einfach Zufall war, dass ich einfach nur richtig Pech hatte. Aber ich nehme jetzt das, womit ich am besten gefühlt klarkomme. Und was erwartet uns? Von der DS die Wario Arena, von der GameCube das Sorbetland, die 3DS Instrumentalpiste und von der N64 das Yoshi-Tal. Ja, das Yoshi-Tal. Ne, musst du aufpassen, dass du dich nicht verirrst. Da gibt es mehrere Wege. Hallo, ich habe Yoshi, da müsste ich Erste werden. Ja. Das wird meine Strecke, glaub mir. Da weißt du Bescheid, wenn du nicht Erster wirst, ne, dann wird's peinlich. Na toll. Ja. Ich weiß nicht, ob noch ein anderes Yoshi irgendwie mitfährt, diesen Cup da. Ich hoffe nicht. Wenn nicht, dann musst du. Dann musst du erst erwähnen. Und warte mal, wir machen mal Pause und du hast wieder da. Ach ja. Ja. Stimmt. Ne, nicht hier so durchmogeln hier, wenn dann schon hier gleiche Bedingungen. So. So, 3, 2, 1 und weiter. Ja, hast wohl gedacht, ich merke das nicht, ne? Hätte ja klappen können. Aber manchmal, so wie ich war, glaube ich, dass sich diese Dinger auch mal anstellen. So. Natürlich mache ich es nicht, aber. Ich glaube, manchmal fahre ich so beschissen, da habe ich das nötig. Oh, zum Beispiel, boah. Na toll. So unnötig. Adios. So unnötig. Oh, so unnötig. Gib mir doch keinen Speedrun. Was war das? Im Weg. Peach, ey. Fährt da gemütlich mit ihrer Kutschenkarre da, ey. Dass die überhaupt so weit vorne ist, die sieht eher aus in diesen Kutschen gefährt, wie sie eine Sonntagsbeilage. Ach, mein roter Panzer hat sich getroffen. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt bist du überhaupt Zweiter. Weil ich Bock da drauf habe. Hast du Glück gehabt. Deine Beinhaare kitzeln mich. Tut mir leid, dass ich ein Mann bin. Scheiße, bin ich runtergefallen. Deine Beinhaare haben mich verwirrt. Ja, machen meine Beine dich nervös? Ja. Okay, ja. Gut. Ja, wie man sieht, die Strecke, die ist so ein bisschen Kolosseum-artig. Nö, die ist gut. Ich finde die kacke. Ich finde die Wario- und Waluigi-Strecken, die so Kolosseum-mäßig sind, ganz cool. Also, man hat ja so ein Arena-Feeling hier, Arena-Atmosphäre. Als wenn man gerade bei den X-Games ist oder sonst was. Eine richtige Stunt-Show. Was gibt. Hallo! Jetzt ist auch mal gut! Och, meine Güte, ey. Ich hasse ab heute die Farbe blau. Cool. Oh. So nicht. Ach komm schon, leck mich doch. Okay. Ach Mann! Also als Frau würde ich das mir zweimal überlegen, was zu sagen ist. Vor allem wenn du neben dem Mann sitzt, das ist ein bisschen. Musst du vorsichtig sein. Goldpilz, ja, kriege ich immer selten. Den kriegt man auch, glaube ich, wenn man weiter hinten ist. Ja. Ah, letzter auch nicht. Ich weiß nicht.
Es gibt da bestimmt Regelungen, welchen Platz, von welchem Platz bis wann man welches Item. Von Opferplatz. Ganz hinten kriegt man auf jeden Fall viele Kugelbillis. Ja. Ja, und ganz vorne kriegt man ganz viele Münzen. Und Bananen. Ja. Ja, okay, es macht aber natürlich Sinn, ne? Da man auch ganz schön viele Red Shells in einer Art bekommt. Yep. Da sehe ich echt rot. Also wortwörtlich. So, ja, das Sorbetland. Natürlich schön aufpoliert, grafisch auch. Ich finde das cool. Die Reifenspuren im Schnee. Hi, liebe. Ach, da kann ich auch fahren. Ja, ja, da kannst du auch fahren. Oh, toll. Früher auf der GameCube gab es diese untere Ebene nicht. Damals auf der GameCube gab es das nämlich nicht, dass man unter Wasser fahren konnte. Das gibt es ja erst seit Mario Kart 7 und das haben die dann halt angepasst. Finde ich aber cool, dass die Retro-Strecken extra dafür angepasst wurden. Für diese Funktion. Genauso wie diese Gleiterflüge. So, jetzt habe ich leider nichts zum Abwehren gehabt. Klaust du mir jetzt einfach meine Hupe, du Arsch? Ja. Buhu ist immer der, der alles stiehlt, ja. Genauso wie Mario Party. Echt, ey? Ja, da steht ja immer die Sterne. Und das sogar noch, wenn du ihn bezahlst, so wie bei der Mafia. Buhu ist bestimmt so bei der Mafia. Und König Buhu ist der Mafia-Boss. Und bei Bowser ist einfach... Nein! Ja, ...gehört einen anderen Clan an. Ja. Gut, dass ich noch einen zweiten grünen Panzer habe. Tja. Dumme Bewohnerin, weg mit dir. Oha! Woher kam diese Banane? Wer war das? Ecklig. Ich sehe hinten, ich weiß nicht, wer genau hinter mir ist, aber ich sehe auf jeden Fall das Gesicht von Luigi. Luigi will einen aufs Maul. Ah nee, jetzt ist Rosa Yoshi da, zweiter. Hör mal. Ja. Kann schön da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Nee. Das war mein Arsch. Nein, ich bin so doof und fahre in diese Shy Guys rein. Das passiert mir doch sonst nie. Ja, ich wollte einfach nur wieder vorführen, was passiert, wenn man dagegen fährt. Einfach natürlich mal, um alle Facetten des Spiels zu zeigen. Hust. Ja, und ich fahre gerade mir den Arsch zusammen hier. Und es ist so klar, dass so eine Scheiße kommt. Junge, jetzt gib aber Gas hier. Da kommt so eine Wahnsinnige mit einer Superhupe angefahren. Weil sie meint, dass ihre normale Hupe nicht laut genug ist. Und was ist das denn jetzt? Was ist das denn, Luigi, du kleines Opfer? Oh, du... Was ein Ehrenloser. Hat dich mein roter Panzer getroffen? Ja, danke schön. Steckst mit Luigi unter einer Decke, ey. Die... Ja, Sternwertung wieder im Arsch, Leute. Dank der Zahnfee. Ich spiele nie wieder mit dir. Ohne Witz, ne? Cool. Aber ja. Leider wurde ich nicht Erste. Ich wurde irgendwie noch nachher überholt von mehreren. Jetzt bin ich Fünfte geworden. Ja, dann geschieht dir recht. Geschieht dir recht, das ist Karma, ne? Das Wort kennst du. Oh, die Strecke sieht auch scheiße aus. Nein, die ist cool. Die sieht cool aus. Die ist ganz cool. Wolltest du niedlich sagen? Die ist ganz niedlich. Nein, die ist ganz cool. Niedlich nicht. Ich kenne die doch gar nicht. Tja. Hast du mal öfters mit mir Mario Kart gespielt? Toll. Doofe Pflanze. Doofe Was wolltest du sagen? Doofe Schlanze. Fleischfressende Pflanze. Oh. Sag einfach. Ja, wollte ich eigentlich auch sagen, aber irgendwie. Hat dann zu meinem Breakdance gemacht. Yep. Ja. Meine. Oh, Junge! Nur leider war... Oh, bin ich kacke! Ja. Das hat mir die Sprache geschlagen. Ich schieß mich selbst ab. Ist ja nicht so, dass ich gerade Zweiter geworden bin oder so. Da muss ich mir noch selbst das Leben ein bisschen schwer machen. Warum nicht?
Jetzt fresst ihr mich nicht. Was auch immer passiert ist, ich bin jetzt Erster, aber ich habe nicht gesehen, wo ich jetzt Luigi überholt habe. War doch Luigi. Ne? Ja, bin ja gerade erst Erster geworden. Oh, immer die gleiche Stelle. So schlecht kann keiner sein, ehrlich jetzt. Ein Underwaffel. Ja, aber wenn du die Strecke gar nicht kennst, ne, dann ist das halt ein bisschen schwierig. Vor allem hier sind ja auch so Parts, wo man ziemlich driften sollte, besser. Leck mich doch am Hintern, ey. Ist halt nicht die leichteste Strecke, muss ich schon zugeben. Ich mag sie, wenn man, weil wenn man sie kann, macht sie Spaß zu fahren, aber... Ich hasse sie. Ist halt nicht die leichteste. Kannst du halt nämlich aufpassen, auch in den Kurven mal so rausfliegen. Mein Gott, nein! Das ist ein Witz jetzt. Nein, nicht wieder da. Nicht wieder immer an der gleichen Stelle. Ich meine, Sternwertung ist eh im Arsch, aber ich werde nicht nochmal Zweiter. Junge, Junge, wer rastet hinter mir da so aus? Wer rastet hinter mir aus? Ich bin's nicht. Ja, ich weiß. Ich sehe nur Feuerbälle, ich sehe nur Green Shells. Die sind doch wahnsinnig noch Erster geworden. Ey, einmal Zweiter werden ist okay, aber nicht zweimal. Nicht in 150. Wow. Juhu. Achter. Ich sag's dir, wenn ich mit dem Let's Play von Mario Kart fertig bin, ne? Glaub mir, wenn ich mal auf Toilette muss, ich kann einhalten wie ein Weltmeister. Weil mein Schließmuskel so trainiert sein wird, der ist dauerhaft unter Spannung. Glaub mir. Schön. Wieso bist du neidisch? So, das Yoshi-Tal, das ist jetzt dein Part, ne? Jetzt lief ja noch nicht so. Das ist aber jetzt deine Chance. Aber du hebst ja eh diese Überraschungsmomente immer bis zur letzten Runde auf. Yoshi, ne? Also bis zum. Streng dich an. Zum letzten. Bis zur letzten Strecke. Ja, Yoshi denkt sich, du steuerst mich, also musst du dich anstrengen. Quickstart habe ich auch direkt verkackt hier. Ecknick. Schön für dich. Ja, das ist jetzt so das Ding. Ich weiß nicht, ob es da Wege gibt, die länger sind und andere, die nicht so lang sind. Und, ich war gerade Zweiter, jetzt bin ich Vierter. Komm, kleiner Tipp von mir. Fahr am besten, ja. Scheiße? Kein Problem. Fahr am besten, wenn du die erste, also fahr am besten einmal links und dann einmal rechts. Oh, was mach ich denn da? Links, rechts, links. Ja. Fährst du durch so eine Höhle und das ist eigentlich immer so der Weg, den ich fahre. Und der klappt immer ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob es da wirklich Passagen gibt, die wirklich richtig dünn sind. So. Guck, ich fahre jetzt links, dann einmal rechts, an wo die Gumbas da rumlaufen auf der Straße, dann du wieder links. Penner! Hätte im Windschatten. Gucken, jetzt müsstest du durch so eine Höhle und das ist so der beste Weg, den nehme ich immer. Ja, gut. Den küsst du jetzt hier. So. Falsche Richtung gedriftet. Ich bin ein Held, ey. Bist du die Strecke auch noch nie gefahren? Nein. Ja, das ist dann... Heute ist nicht mein Day. Und das auf der Yoshi-Piste. Schäm dich. Ja, tu ich auch. Schnell weg. Vielleicht kriegst du ja gleich noch irgendwie so einen Ultra-Boost und dann bist du auf einmal Erster oder so. Kann ich mir noch vorstellen. Aber ich sag mal so, die Verrücktesten, die sind eh gerade knapp hinter mir. Schmeißen dann mit Bomben um sich und so. Ich weiß nicht, warum ich überhaupt gerade nicht die Münzen einsammle. Geil. Och, es ist so klar. Aber ich habe ein bisschen, ja, nicht mehr viel. Ich dachte, ich habe mehr Abstand. Jetzt sehe ich das erstmal, dass die mir wieder auf die Pelle rücken. An die Pelle. Komm, jetzt gib Gummi hier. Och, dieses Scheißei.
Überleg mal, wie riesig dieses Ei ist, was auf der Straße da rum breakdance, ja. Ich weiß nicht, was für ein Yoshi, wessen Yoshi das aus dem Arsch rauskam, aber ich sag dir, der hat jetzt ein riesiges Arschloch. Ich bin noch Zweiter geworden. Wie habe ich das geschnappt? Siehst du? Jetzt kam richtige Yoshi-Power. Jetzt kam richtige Yoshi-Power. Scheiße, ey. Ja, du hast jetzt gemacht, jetzt mal im Ernst. Du bist die letzte Runde. Ich weiß es nicht. Du bist die letzte Runde immer Zweiter, ne? Ne, also Zahnfee wird immer die letzte Strecke Zweiter. Dann bist du erstmal richtig warm gefahren oder so. Anscheinend. Ja. Halleluja. Oder du verarschst uns einfach alle nur und du bist einfach so ein Profi und fährst extra Scheiße, damit ich nicht weine oder so. Schön wär's. Nee, so schlimm wär's nicht, glaub ich. Für mich nicht. Für mich schon. Weil dann würde ich wirklich weinen. Nein. So, 2 Sterne. Da ja die liebe Zahnfee mich mit dem roten Panzer abgeknallt hat und wie man hinten sieht, wenn man muss man drauf achten. Hintergrund von diesem Pokal ist Tanuki Mario zu erkennen und sein Schwanz. Schweif. Schwanz ist auch okay, das ist sein Schwanz. Sein buschiger, dicker Schwanz. Ja, nur weil du so kacke denkst, ne? Also, ja. Wir haben keine Fahrzeugteile freigeschaltet. Nein, haben wir nicht. Nein. Gut, habe ich jetzt nämlich nicht drauf geachtet. Ja, wie gesagt, 2 Sterne, weil die liebe Zahnfee meinte, mich mit Red Shells kaputt zu hauen und Luigi den Weg des ersten Platzes vorzubereiten. Ja, also du stecktest mit Luigi echt unter einer Decke. Natürlich. Ja. Spielt nie mit eurer Freundin zusammen. Jedenfalls, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da oder abonniert mich. Das würde mich sehr freuen. Der Zahnfee auch, denke ich. Aber natürlich würde das mich freuen. Gut, dann würde ich auch an der Stelle sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Payface und eure Zahnfee. Ciao. Ciao. Yeah.